Boah, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist der Freitag und ich habe mir gedacht, ich mache mich schon mal fertig. In 2 Stunden ungefähr geht die Nippon-Con los. Paddy, Alex und ich wollen jetzt gleich frühstücken gehen. Ja, das wird mega cool. Freue ich mich schon drauf, habe ein bisschen Hunger. Bad sieht aus wie Scheiße. So gehe ich heute auf die Con. Und ja, ich habe noch ein kleines Thema eben, und zwar habe ich heute Nacht eine E-Mail bekommen von YouTube. Und zwar ist das Konzertvideo von Serum gesperrt worden und hat mir einen Strike verpasst. Und jetzt refresht er gerade. Okay, und hier ist das Auf nach Hannover Nikon 2017 Preview. Und immer wenn ich auf diese scheiß Laptop-Kacke komme, dann reloadet der. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Leute, kennt ihr die noch? Die Hamburger Kaugummis und die Tennisball-Kaugummis. Ich hab's mir gegönnt. Ich schmeiß die heute auf irgendwelche Leute auf der Con. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Bis dann und ciao. Jo, Freunde, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im Gebäude, wo die Nikon stattfinden soll. Und es füllt sich schon so langsam. Also ich drehe mich mal. Da hinten sieht man schon diverse Leute. Und ich würde sagen, wenn es da losgeht, dann filme ich noch ein bisschen und wir sehen uns später. Bis dann. So, Freunde, offiziell ist die Nikon jetzt eröffnet. Und das ist irgendwer, den ich von gestern kenne, der auch im Video war. Der Kollege von DJ Son Goku. Auch Twitch-Streamer bald. Mal wieder. Mal wieder. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los. Paddy und sowas habe ich alles verloren. Das heißt, ich bin jetzt forever alone. Wir gehen jetzt auf die Con und gucken uns um. Begrüßen irgendwelche fremden Leute und ja, wir sehen uns später. Freunde, willkommen. Ich habe hier Hi. Ein geiles Drachenei. Pascal auch mit am Start und wir haben hier gerade mal ein paar Locations abgecheckt für Cosplay-Shootings morgen. Vielleicht auch mal vorbeischauen. Also wir haben auch ein paar Fotos gemacht mit mir und den Eiern. Ja, den Dracheneiern. Im Übrigen, da hinten ist auch ein umgestürzter Baum. Sehr schick, natürlich. Ja, was gibt's zu sagen? Nikon ist bis jetzt sehr solide. Es ist sehr warm drin. Es ist sehr stickig, man kriegt kaum Luft. Ich habe auch noch nicht so viele Leute getroffen, die ich kenne. Ich warte immer noch auf die meisten. Und ja, also bis jetzt, wie gesagt, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich habe schon ein bisschen Geld ausgegeben beim JSTOR. Natürlich wieder Grüße an den JSTOR. Ich habe Philipp getroffen in meinem Zeichner. Grüße an dich. Grüße an Christian. Grüße an Pyramont. An den tollen Verlag, der Radiant herstellt. Ja, jetzt grüße ich irgendwie nur Leute, das ist ziemlich bescheuert. Was kann man auch sagen? Ja, Zeichnerstände und alles gibt es ja nicht wirklich viel da auf der Con. Private Händler. Ja, die Meile. Was? Das Übliche halt. Das Übliche, genau. Nemonekos Figuren. Und ich muss sogar sagen, also das fällt mir wirklich auf, das muss ich wirklich sagen, es gibt sogar Figuren da, die für mich keine Originale zu sein scheinen. Was sehr, sehr schade ist. Also man sieht das ja an der Verarbeitung und an dem Siegel in der Verpackung, also an dem Aufkleber, kann man das ja erkennen. Und ich habe schon ein paar entdeckt, die nicht wirklich original zu sein scheinen. Es ist sehr, sehr schade und es wirft auch ein
leicht schlechtes Licht auf die Convention an sich, dass da nicht geprüft wird. Ja, demnach, K-Pop-Sachen gibt es natürlich auch und es wird gerade windig und ich hasse K-Pop, nicht wirklich. Ich will euch mir nicht zum Feind machen, aber es gibt zu viel, also für eine Anime-Manga-Convention zu viel K-Pop hier. Also das ist ziemlich krass. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch noch ein bisschen was und wir sehen uns dann später wieder. So, Freunde, endlich bin ich im Hotelzimmer angekommen und ja, ich habe einige Themen anzusprechen. Zum einen, der Tag hat sehr schön angefangen, wir sind ja essen gewesen, haben direkt warm gegessen beim Chinesen hier um die Ecke. War sehr lecker, die Portion war sehr groß für 6 Euro, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danach waren wir auf der Convention, es war voll, nicht so voll, dass man sich irgendwie durchdrängeln müsste. Und nicht so voll, wie es morgen sein wird. Also das ist schon mal ganz cool, weil, ja, ist klar, am Wochenende wird mehr los sein, weil da noch mehr Leute frei haben. Und ja, ich kam vorhin zu einem Thema zu sprechen. Dort ging es darum, um Plagiate. Ja, es wurden anscheinend einige Plagiate verkauft auf der Convention, was aber nur Einstand macht. Den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Ich will ihn da nicht anprangern. Sowas ist auch nicht immer zu verhindern, dass die Händler komplett plagiatfrei sind, aber Stände wie Manga Mafia, JSTOR und so weiter, also die, wo ich immer kaufe, die sind halt plagiatfrei. Grüße an euch. Ich habe mir beim JSTOR ein bisschen was gekauft. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier One Punch Man, Usama Game, Food Wars, den Shuba, Noragami, Dolly Kill Kill, Prison School, Taboo Tattoo, My Hero Academia, dann Say I Love You, Band 1 und 2, mit Character Cards für 4,99 jeweils, Horizon Nation, Radiant, Band 3, Grüße an Pyramont, toller Verlag, toller Verlagsleiter, ich hab euch alle gern, Nisekoi, Band 21 und Seraph of the End, Band 10. Yeah, ich habe mir ein bisschen was gegönnt jedenfalls und ja, Tag war an sich echt cool, ich bin noch unten gegangen, hab mich ungefähr eine Dreiviertelstunde mit Chosen unterhalten. War voll cool, zumal, Insider-Tipp, kopfmäßig sind bei ihr schon die ersten knapp 100 Seiten von The Grown-Up Game Band 3, also hier. Und wahrscheinlich wird sie dieses Jahr noch anfangen zu zeichnen, wer weiß. Also sie hat es mir so angeteasert, finde ich mega cool, freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ja, dann habe ich mit Chan und Lucy geredet und sowas, so ein bisschen, die waren auch viel beschäftigt. Und ich habe kaum Leute getroffen, die ich kannte, außer Juju, Pascal. Und wir haben ein paar Fotos gemacht und ich werde noch mehr Fotos über die Tage hier machen. Und Sonntag werden die Fotos im Video zu sehen sein und da freue ich mich schon ziemlich drauf. Also alle Selfies und andere Fotos und sowas alles.
Das ist schon alles so ein bisschen abgeklärt. Ich würde sagen, ich fange jetzt gleich an, das Video zu editieren. Ihr werdet es sehen. Wir sehen uns morgen am Samstag auf den Nikon. Bis dahin. Denkt dran, LTAB. Bis dann. Bis dann, bis dann, bis dann. Und tschüss. Tschü. Ja, genau. Das ist ein Video. Film das doch nicht.